Shake the leg, buddy! Shake the leg! Up and away! Up and away! We're gonna fly all day. Sich den bekannten Hamburger Boogieballoon als seinen Klavier in ca. 100 Meter Höhe entgehen lassen. Es ist eine neue Art von Events, die die Krone ins Schlosswirt kriegt hat und natürlich fortsetzen will. Ja, und so ganz wohl war dem Vince Weber bei seinem luftigen Konzert nicht, aber er hat es unbeschadet überstanden. Es war wunderschön, nur ich mache beim Spielen doch lieber die Augen zu. Ich mache sie doch lieber zu. So, wenn man direkt nach unten guckt. Die Augen zuzumachen? Nein, aus Sicherheitsgründen guckt man doch ab und zu nach unten. Und weil es so schön war, wollten sie auch gleich andere probieren. Clemens Vogler, Hotelier, und Markus Brandl, ein Bauunternehmer, beide begeisterte Klavierrocker. Ungefähr 500 Kilogramm hebt so ein Ballon für das Trio plus Klavier.